Jo. Das dauert. Jo. Eins, zwei. Du vielleicht noch? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Das ist jetzt die Frage, kannst du die kleinen Goldnuggets aufheben oder... Werden wir ja sehen. So, Kaserne verlassen. Ihr seid jetzt die Reservetruppe. Ja gut, die Heilung geht langsam. Aber ohne zusätzliche Truppen wird's doof. Bis jetzt haben wir es aber gut durchgehalten, muss ich sagen, die Angriffe. Ja, Pilzsammlerhütte steht leer. Pilzsammlerhütte hat allerdings leider auch keine Ressourcen mehr. So, wieder Schwertkämpfer und Bogenschützen zusammenziehen. Ja, und jetzt schicke ich halt alles direkt, was ich so ausbilde, direkt runter. Das heißt, sobald die ersten Kinder erwachsen sind, mal sehen, ob die nächste Welle vorher schon kommt. Drei Wellen haben wir bis jetzt zurückgeschlagen, also müssten es noch eine oder zwei Wellen sein. Pakal Palenque. Ja, Chicken Wing Nachos. Na, die Nachos haben jetzt definitiv nur noch Zivilisten. Jede Menge. Oh, wir haben kein Gold mehr. Oh, ich habe vergessen, dich zu switchen. Oh, yeah.
So, du wirst gleich wieder Goldschmied, dass wir das eine Gold, was fehlt, noch beisammen kriegen. Ja, und dich müssen wir auch wieder zum Eisenschürfer machen. Na, die Kinder brauchen noch ein bisschen, bis sie älter geworden sind. Und da kommt die nächste Welle. So, wir haben Erwachsene. Müssten 6 Stück sein. Ja. Okay, meine Leute haben das diesmal besser weggesteckt. Oh, und das war die letzte Welle. Man kann sich leicht vorstellen, wie überrascht die fremden Angreifer waren, als ihnen plötzlich ein Haufen bärtiger, wild reinschauender Wikinger mit funkelnden Schwertern gegenüberstand. Sie mussten uns für Dämonen aus der Unterwelt halten, die nach Midgard gekommen waren, um Tod und Schrecken zu verbreiten. Nun, so falsch lagen sie mit dieser Vermutung auch gar nicht. Seite an Seite mit den Nachos lieferten unsere Krieger den Eindringlingen eine wilde Schlacht, die bis in die Nacht hinein andauerte. Schließlich zogen sich die Angreifer zurück und verschwanden Richtung Süden. Chicken Wing und mein Vater beschlossen, die Verfolgung aufzunehmen und dem Schrecken für immer ein Ende zu bereiten. Ja. Mission erfüllt. Das heißt eigentlich, ja, die Palenque sind hinüber. Jetzt können wir uns mal kurz ansehen, ob wir irgendwas in der Gegend finden, wo sie waren. Vielleicht so wie bei den Räubern damals ein einzelnes Zelt. Naja, mit den Mayas hatten wir bis jetzt noch nichts zu tun. Wir hatten in den ersten beiden Missionen mit den Eskimos zu tun, oder den Inuit. Und seitdem eigentlich nur noch mit Rothäuten. Also mit den Indianern. Und ja, wie gesagt, wir nehmen die Verfolgung auf. Aber so wie es aussieht, lag ihr Hauptlager im Meer. Ja, ich denke nicht, dass wir hier irgendwo rüberkommen. Die sind halt dann wahrscheinlich irgendwo hier unten gespawnt. In der Ecke. Und einfach zu uns hochmarschiert. Ja, und die Nachos haben jetzt eigentlich gar keine Chance mehr, wenn wir sie angreifen würden.
Ich meine, sie haben ihre gesamten Truppen verloren, auch wenn es nur spärliche Truppen waren, bis auf die Leute in den Donnertürmen. Wenn ich wollte, könnte ich sie einfach ransacken. Das mache ich aber nicht. So böse sind wir ja nicht. Ja, die Mission haben wir geschafft. Leider etwas zu schnell bzw. zu langsam. Was dann schon ein bisschen doof ist. Weil es rentiert sich jetzt nicht, die nächste Mission schon anzufangen, weil die Aufnahmesession dafür eigentlich zu kurz ist. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt anfangen soll. Ich denke mal, wir machen einfach die Folgen etwas kürzer dieses Mal. Also, wenn ihr euch im damit ihr euch nicht wundert, beziehungsweise das ist jetzt blöd, wenn ich das am Schluss sage, da ich vorhabe, die Folgen kürzer zu machen. Also ihr werdet euch wundern, aber an diesem Punkt werdet ihr es verstehen. Weil es rentiert sich halt jetzt wirklich nicht, in die nächste Mission schon einzusteigen. Wir haben noch vielleicht 7 Minuten. Nicht mal mehr. Ja, deswegen würde ich sagen. Oh. Wir haben die Myers kennengelernt. Und ich bin mal gespannt, wie es ab der nächsten Mission nochmal wird. Weil ich habe es nicht mehr so richtig in Erinnerung, ob wir jetzt von den Myers angegriffen werden können. Die Indianer waren ja immer so nett und haben uns nie angegriffen. Sondern immer sich nur angreifen lassen. Aber... ja... wir werden es sehen. Wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Und dann hoffentlich können wir uns gut genug verteidigen. Mir fällt gerade auch so auf, wir haben in dieser Mission nicht mal unsere Straßen und alles zu Ende gebaut. Wir haben nur jede Menge Gold eingelagert. Weil von 7 auf 13, also 4 Gold haben wir gemacht. Ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich werde jetzt hier erstmal den Cuttern machen. Ich will nicht mehr um den heißen Brei weiter labern. Wobei ich Zeit schinden könnte, indem ich wirklich noch die Nachos angreife. Oh, ich habe hier einen Soldaten vergessen. Du gehst doch ganz schnell nach Hause und dann können wir den Cut machen. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, ich hasse es, Zeit zu schinden. Aber wie gesagt, ich will nicht, dass die Folgen zu kurz werden. Ich will aber auch jetzt nicht mit der nächsten Mission anfangen. Das können wir dann alles in Ruhe in der nächsten Aufnahmesession machen. So, warten wir noch, bis der hier ankommt. Sammlerzelt. Ah, was er sammelt, keine Ahnung. Ist sogar nicht mal besetzt. Nur das Jägerzelt und das Fischerzelt. Und der Fischer hat keinen Fisch mehr, genauso wie ich für unsere. Was macht ihr noch hier unten? Den einzigen Fisch, den es noch gibt, der ist hier in dem Fluss. Ja, na gut, das kann ich noch sagen. Ich fand es toll, dass wir mal wieder eine Möglichkeit hatten, den Fischer zu nutzen. Das war aber jetzt auch alles. Gut, dann mache ich jetzt mal unseren Cut. Also, bis gleich.